Sie ist nicht mehr. Ich bin noch. Und ich will. Aber auch wenn ich es gerade nicht will, geht sie umher, macht dies und jenes, ist in meinem Kopf, ruft mich, spricht und schweigt, freut sich und leidet, denkt oder sieht mich an, telefoniert, fragt, schreibt mir, als würde sie leben. Ich bin maßlos. Mich interessiert auch ihr Dasein außerhalb von mir. Das Private vor und nach mir, ohne mich. Auch das versuche ich aus den aufgeklaubten Mosaiksteinchen zusammenzufügen. Aber ich kann nichts dafür. Egal, was sie in letzter Zeit macht, alles ist, genauer gesagt, war, immer für mich, wegen mir, durch mich und mit mir verbunden. Polizisten sind ein ganz wichtiges Thema. Eine Zeit lang war ihr auch hier noch mulmig zumute, sobald sie einen Polizisten sah. Bei einem früheren Treffen erzählte sie mir, sie habe in ihrer Tasche stets eine Rasierklinge gehabt, für den Fall, dass man sie erneut einsperren wolle. Sie hatte sich fest vorgenommen, unter keinen Umständen wieder ins Gefängnis zu gehen. Ich bezweifle auch nicht, dass sie die Rasierklinge im Ernstfall herausgeholt und Gebrauch von ihr gemacht hätte. Sie konnte, wenn nötig, sehr hart sein. Und wenn sie sich zu etwas entschlossen hatte, hielt sie sich auch daran. Ich habe sie nie weinen gesehen. Selbst beim Tod meines Vaters und beim Tod ihrer Schwester weinte sie nicht. Heftigere Gefühle kann sie nicht, konnte sie nicht oder wollte sie nicht direkt in Worten, geschweige denn in Gefühlsausbrüchen ausdrücken. Sie muss sich und mir jetzt und immer wieder beweisen, dass es eine richtige Entscheidung war, mich, ihren damals 25 Jahre alten Sohn, der endlich erwachsen zu sein schien, unter argen Gewissensbissen verlassen zu haben und ausgewandert zu sein. Das sollte nicht schwer sein. Ihre Entscheidung war vollkommen berechtigt, denn sie war aus dem Gefängnis auch zum zweiten Mal nur mit einer einstweiligen Unterbrechung entlassen worden und hätte jederzeit wieder eingesperrt werden können. Außerdem hatte auch ich sie ermutigt zu gehen. Zuerst hatte ich so getan, als würde ich sie begleiten wollen. Und später, als sie die nicht ungefährliche und teure Reise bereits organisiert hatte und ihr ein Rückzieher auch seelisch schwer gefallen wäre, teilte ich ihr mit, doch lieber zu bleiben.